Servus, grüßt euch, da ist der Peter vom Schnittprogramm. Heute geht es ja um Achsen in Schnitte einfügen und ihr kennt es bestimmt, ihr habt früher das genauso gemacht wie ich. Ihr habt eine Achse im Grundriss gezeichnet und danach alle einzelnen in jeden Schnitt reinkopiert, verschoben und dann waren es eh manchmal verkehrt und man hat es von der falschen Seite vermessen. Dem helfen wir heute Abhilfe mit den automatischen Achsen von Allplan. Dieses Video ist schon längst überfällig und hier kommt es. Bitte liken nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt. Abonniert den Kanal, macht euch einen Gmail-Account und dann könnt ihr auf YouTube auch kommentieren. Und eure Kommentare oder eure Fragen zu Allplan, die beantworte ich in Form von Videos. Also, es lohnt sich, das Ganze zu kommentieren und jetzt geht's zum Video. Ciao, bis gleich. Servus, grüßt euch. Heute geht es um das Thema Achsen und BIM-Startpunkt. Und ich muss vorher noch ein bisschen was anpassen. Mein Gebäude hat sich ein bisschen geändert und deswegen muss ich erst noch meine Abdichtung anpassen. Und wenn auch ihr eine Abdichtung haben wollt, die ihr einfach hier starten könnt, ihr könnt den Hersteller wechseln, ihr könnt die Verschiebung in Z wechseln, ihr könnt einfach die verschiedenen Typen auswählen, ob Rolle oder Streifen. Ihr könnt die Überlappung gleich mit aufzählen lassen. Wenn ihr zum Beispiel 100 Meter verlegt, dass es gleich 100, 102 Meter sind oder 100,020, je nachdem, ob ihr eine Rolle oder Streifen nimmt. Ja, und hier habt ihr eine schnieke Zeichnung dazu. Und jetzt zeige ich euch gleich im Vorfeld, wie einfach ihr Abdichtungen zu verlegen habt. Ich lösche die jetzt einfach mal komplett raus. Die drei lasse ich. Ich nehme einen Doppelrechtsklick von der Abdichtung und kann jetzt hier einfach den Drehwinkel eingeben. Drehwinkel 90 Grad, ich setze hier an dem Eckpunkt an und kann diesen Griff einfach an diesen Eckpunkt ziehen und schon hat sich das. Durch die Wandstärke geht der hier nur auf die Hälfte ran. Das heißt, wenn ich jetzt den wieder reaktiviere, diese Abdichtung, diesen Knäuel da nehme und an diesen Eckpunkt führe, schon habe ich hier genau die Mitte. Ihr müsst dann nicht mehr so feinjustieren und so ranzittern oder einen Mittelpunkt wählen, sondern ihr könnt einfach hier auf den Eckpunkt gehen. Wunderbare Geschichte. So, jetzt gehe ich wieder an diesen Eckpunkt hier hin und einfach diesen Punkt hierher. Ich habe hier die Einstellung natürlich auf Kurztext gewählt und hoppala! Hier der Kurztext, der kann verschoben werden. Schieben wir daher. Und hier hin, ich habe den Punkt wahrscheinlich gewählt. Gut, Doppelrechtsklick nochmal, einfach 90 Grad, wieder an dem Punkt hin. Keine Angst, der Beschriftungstext, der dreht sich dann schon. So, aber wir können natürlich den Beschriftungstext auch vielleicht hier hinschieben, wenn man es so möchte. Na? Gut, jetzt haben wir die Abdichtung. Jetzt schauen wir uns den Startpunkt an. Wo ist denn der überhaupt? Startpunkt auf grau setzen. Wir messen einmal vom Startpunkt aus zu irgendeinem Punkt, zum Beispiel hin. Hier haben wir minus 0,12, 1,35. An was liegt das? Wahrscheinlich ist der Achspunkt hier gewählt worden für den Mittelpunkt. Schauen wir mal, ob das stimmt. Rechtsklick Mittelpunkt hier, starten wir so rüber. Schaut gut aus. Das heißt, also der Startpunkt hat irgendwas damit zu tun. Und da geht es jetzt auch gleich los mit der Achse. Ich habe hier immer ein Teilbild bei mir als Achsraster. Theoretisch könnt ihr auch das Achsraster in geschossübergreifendes reintun. Das heißt, jedes Gebäude hat sein eigenes Achsraster. Dann könnt ihr das Achsraster auch für jedes Gebäude machen. Das ist halt einfach je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist. In meinem Fall gehe ich davon aus, dass das Achsraster gebäudeübergreifend ist. Und deswegen baue ich das hier ein. So, jetzt schalte ich mein Achsraster rot. Mein Startpunkt habe ich grau und hier habe ich zumindest das EG Grundriss. Das ist jetzt für mich bedeutend. Ich schließe das Ganze. Ich habe hier immer ein Achsraster schon am Start. Das heißt, hier sind meine ganzen Einstellungen schon von meinem Achsraster vorhanden. Ist das, ja, hier ist es in 3D auch vorhanden. Und genau, und dann kann ich eigentlich gleich mit dem Achsraster Doppelrechtsklick machen und loslegen. Okay? Aber dann natürlich, ich zeigen möchte, wie das Achsraster aufgebaut ist, könnte ich auch hier gleich mit dem Achsraster starten. Wie findet ihr das Achsraster? Einfach auf die Lupe in der Actionbar gehen, hier Achsraster suchen und dann könnt ihr euch das Ganze in der Actionbar anzeigen lassen oder auch gleich hier direkt ausführen.
So, und der Startpunkt und das Achsraster, die sollten immer ein Maß haben, das gut funktioniert. Jetzt, wenn der Eckpunkt von meinem Gebäude hier genau wäre, dann wäre auch mein Startpunkt wahrscheinlich der hier. In dem Fall habe ich mich für eine Achse entschieden. Das heißt, von hier aus irgendwie wahrscheinlich 1 Meter oder 2, ich habe keine Ahnung. Genauso so werde ich jetzt auch starten und ich möchte euch darauf hinweisen, auch wenn der Architekt vielleicht kein Achsraster nutzt, dann seid ihr bitte schlauer und nutzt trotzdem eins, okay? Weil das macht immer Sinn, das erleichtert immer die Arbeit vom Schalplaner, auf der Baustelle und vor der Orientierung her. Natürlich gibt es BCF und sonst irgendwas, aber was wird wirklich gelebt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was wäre jetzt bei mir sinnvoll für Achsen? Also, ich möchte erstmal, dass A und 1 getauscht ist. Warum habe ich das jemals so abgespeichert? Vielleicht war ich total gestört. Also, ich finde immer, hier ist A, B, C schöner und hier 1, 2, 3. Gut, habe ich in dem Fall nicht. Ist ja auch vom Prinzip her egal. Aber gut. Also, hier A1. Dann könnte man hier noch eine Achse natürlich machen. Hier eine Achse und hier eine Achse. Jetzt haben wir verschiedene Abstände. Soll man noch durch den Unterzugang machen? Macht man einfach noch zusätzlich, dass man einfach mal hier verschiedene Längen haben. Ja, jetzt könnte man hier auch einen Drehwinkel eingeben. Haben wir in dem Fall nicht. Also wir bleiben bei 0. Wir haben hier die Möglichkeit, den Layer auszuwählen. Der ist Gott sei Dank auf Konstruktion Rast, also Raster. Darstellen für alle Achsen gleich. Ja, cool. Jetzt könnte ich sozusagen die Farbe von X und Y Richtung schon mal ändern. Schließen wir mal. Cool. Ja, hat was, aber mache ich nicht. Ich möchte meine Achsraster immer blau haben und mit der 11er Strichlinie haben. Finde ich gut. Anzahl der Abstände. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, in X und in Y Richtung vorzugehen. Die Beschriftung ist auch wichtig. Wir können die Nummerierung und die Beschriftung hier drehen. Das heißt, ich mache das als erstes, sonst komme ich mit der Welt gar nicht klar. Also jetzt haben wir hier die Einser, hier haben wir ABC. Ihr habt da auch andere Möglichkeiten, ihr seht es. Aber hier mache ich AB. Die Umrandung könnt ihr ellipsenförmig machen. Schaut cool aus, bin ich so gewohnt gewesen jahrelang. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie den Kreis passender heutzutage. Den Textabstand, jetzt haben wir auf 0,10, machen wir 0,20. Ihr seht, jetzt wird der Textabstand größer, machen wir 1 Meter. Jetzt wird es noch deutlicher, was dann passiert. Also, das ist der Abstand zur letzten Linie. Mal 0,20, dann haben wir da. Nee, 0,10 ist schon passend, oder? Oder 0. 0 ist vielleicht noch besser. So, Textparameter, Einstellungen. Hier können wir noch Areal und sonst irgendwas ändern. Ich mache hier wirklich immer große Letter. Machen wir 1,25, dass es ein bisschen kursiver ist. Oder nennt man das kursiver? Ja. Aber so 7er finde ich nicht schlecht. Ich will nicht, dass man die Achsen suchen muss. Ja, das ist riesengroß, das stimmt. 7 mm, das ist fast 1 cm groß, aber das passt, finde ich. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Achsabstände anzugeben. Und hier seht ihr das Wichtigste, diese Infobox. Da steht sehr viel Text, aber das Beispiel da unten ist toll. Ihr könnt es zum Beispiel hier jetzt eingeben. Also wir haben jetzt die X-Richtung. Gehen wir hier erstmal einmal 1 Meter ein. Jetzt haben wir einen Achsabstand mit 1 Meter. Gut. Könnten wir jetzt auch hier, eigentlich müssen wir ja hier starten, bin ich doof. Ne? Ja, dann verschieben wir das Ganze jetzt. Verschieben. Der Achspunkt hier. Hallöchen, Popöchen. Man sieht auch, dass hier genau die Mitte getroffen worden ist. Mittelpunkt. So. Und jetzt hier Rechtsklick X fest und hier gehen wir auch in den Mittelpunkt über. Wunderbare Geschichte. Wir schauen, das Maß von hier nach hier, vielleicht bemaße ich mir erstmal alles. Dann brauche ich nicht immer nachschauen. Also ich habe immer Sprungmaß. Ich muss jetzt nicht den Mittelpunkt suchen, weil wenn ich jetzt das Ganze verschieben würde, normal ist mit Maßlinie verschieben, also mit Maßlinie verschieben. Denn hier, ja, Entschuldigung.
Ja, beide was ausgemacht. So, jetzt sieht man ja, hier haben wir die Strecke. Selbe Spielchen hier, also wir haben ja Sprungmaus, dann sagen wir, haben wir nicht. In dem Fall haben wir nicht Sprungmaus. Warum? Weil wir unterschiedliche Wandstärken haben. Wir haben ja jetzt in dem Fall hier einen Unterzug, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal im Unterzug eine Achse rein. Ja, die Innenwand ist eigentlich nicht so relevant, finde ich. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Weil wir es können. Ja, es ist halt ein winziges Projekt bei mir und ich möchte ein paar Einstellungen zeigen. Jetzt kann ich auch hier noch reingehen und sagen, hier Mittelpunkt bitte von der Wand. Ist es auch vor der Stütze? Nein, das ist ja sehr dumm. Gut. Es könnte natürlich auch sein, dass zweimal der gleiche Abstand ist und so weiter und so fort. Das triggert mich ja schon wieder. Die 4 und die 6. Naja. Naja. So, Doppelklick auf die Achse. Also, wir können jetzt auch diesen Punkt hier nehmen. Und seht ihr das? Wir können jetzt diese 2 einfach verlängern oder woanders hinschieben. Das macht Sinn, wenn es irgendwie überlappend wird, wie hier. Ne? Das heißt, also wenn es standardmäßig hier wäre, dann überlappen sich die. Und das möchte ich nicht. Warum sind jetzt da so Punktela? Ja, jetzt sind es weg. Dann passt's. So, also, der Abstand 1 ist 1,47. Passt. Jetzt gehen wir auf die Infobox und wir können einfach mit einem Semikolon den nächsten Abstand auswählen. 2744. Enter. Und schon ist der nächste Achsabstand geschehen. Wir hätten auch zweimal davor setzen können. Einmal Enter und es wäre zweimal der Abstand. Ist natürlich nicht korrekt in dem Fall. Deswegen einfach wieder weglöschen und schon sind wir hier. Semikolon 2,886 und auch hier sind wir wieder in der Achse. Wunderbar. Haben wir 1, 2, 3, 4. Schauen wir mal, wie es im Maßstab 1,50 ausschaut. Ah ja, wird's besser. Ich habe gedacht, wir werden die noch größer. Ah, Beda, denkt doch mal mit. So, jetzt in der anderen Richtung. Wir haben 3,907. Und jetzt Semikolon. Heißt das überhaupt Semikolon? Ich nenne das immer so. 1,06. Das hört sich jetzt so fremdartig an. Naja. Naja. Und 2,665. Cool. Die Achsabstände, was bedeutet denn das? So. Die einzelnen Abstände werden durch ein. Ja. Was. Ach so, in Z-Richtung. In Z-Richtung möchte ich gar nichts. Null. Braucht keine Z-Achse. Also ihr könnt jetzt hier die Z-Achsen von Decke zu Ecke. Oh, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ja, aber wo startet denn das der ganze Zeug? Oh, Z habe ich noch nie ausprobiert. Oh, das ist ja live. Eieiei, Achsen darstellen. Aha. Ja, aber ich möchte, dass der erste Abstand. Kann ich das ganze Ding jetzt verschieben? Also auf minus 0,10. Dass ich, nee, ich kann es nicht verschieben. Aber was bringt mir das dann? Ja, wenn ich die Achse nicht verschieben kann, wenn die jetzt genau auf 0 ist, ja, was bringt mir das? Weil ich möchte weiter nach unten kommen. Warum kann ich die nicht verschieben? Ah doch, ich kann es verschieben. Sorry, mein Fehler. Mein Fehler. So, jetzt muss ich schauen, wie viel muss ich nach oben? Also wir verschieben diese Achse 0,785 in Z-Richtung und jetzt haben wir hier das so eingependelt. Jetzt suchen wir uns natürlich die anderen Decken an, oder? Achsraster, bitte. Das heißt, jetzt haben wir von hier zu dem Mittelpunkt noch 270 und dann von dem Mittelpunkt zu dem Mittelpunkt. Oh Mann, 270 und 287,5. Okay. Also wieder zurück in unser Achsraster.
270. Cool. Semikolon. 2, was war's jetzt? 87,5, glaube ich. Oh, cool. Ist doch gar nicht mal schlecht, oder? Jetzt haben wir in Z-Achse, jetzt haben wir da auch Achsen. Kann man die auch beschriften? Nee, okay, die kann man nicht beschriften. Aber irgendwie cool, oder? Dass wir jetzt überall da so Achsen in Z auch drin haben. Ja, schauen wir uns das Ganze in 3D-Modell an. Wow, da kenne ich mir gar nicht mehr aus. Durch diese Z-Dinger. Aber irgendwie finde ich es genial. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel diesen Fall mit dem B und dem C, dass der Abstand hier vielleicht anders gewählt werden sollte. Zum Beispiel so. Aber auf der anderen Seite kann ich es nicht machen. Aha, na toll. Kann ich nur auf einer Seite. Also wenn, dann nur auf einer Seite. Ich möchte immer die Achsen auf beiden Seiten beschriftet haben. Das ist, jetzt wollte ich schon sagen, mein Fetisch. Aber es ist mein Favorite, okay? Genau. So, ja. Wie weit gehen die Achsen drüber hinaus? Das ist ja auch noch eine wichtige Einstellung. Wo haben wir das denn? Textabstand nicht. Beginnt mit 1, genau. Von links nach rechts, oben nach unten. So, so will ich es haben. Und hier könnten wir das Ganze auch drehen. Logisch. Mhm. Überstand, den habe ich hier auf 3 Meter. Könnte ich jetzt auch bei diesem kleinen Projekt auf 1 Meter reduzieren. Ne? Ah, da unten, da ist eine Kragplatte. Dann könnte man unten auf 2,50 zum Beispiel gehen. Ja, ich mache trotzdem hier unten auf 3. Überstand links variiert. Machen wir die 3 wieder. Und dann können wir hier den Überstand hier vielleicht so wählen. Ja, also lieber zu viel als zu wenig, würde ich sagen. Und jetzt schließen wir das Ganze. Wir könnten das auch jetzt so abspeichern, aber diese Einstellung werde ich nie wieder in meinem Leben so brauchen. Die Maßlinie, die ist ja jetzt eigentlich auch gleich mit beschriftet, indem dass ich schon vorher diese Maße rausgezogen habe. Nicht schlecht, oder? Jetzt kann ich genau diese Maßlinie dafür nehmen. Den Layer noch richtig einstellen. Ich nehme hier Formateigenschaften modifizieren, Pipette von meinem Achsraster. Die Linienfarbe will ich nicht mit übernehmen, sag OK und einmal bitte auf diese Maßlinie und auf diese. Und schon haben wir Layer K.O. Rast und hier auch K.O. Rast sehen wir in dem Hot Info Tool, also in der Kurzinformation. Genau. Gut, jetzt gehen wir zu den Schnitten über. Wir haben ja hier Schnitte gemacht. Ich gehe jetzt hier in Detailschnitte, Referenzteilbilder aktiv setzen. Holt mir noch zusätzlich das Achsraster hinzu, aktiv schalten und hier auch. So, jetzt sind wir in unserem Bewährungsteilbild. Wir haben hier die Achsen, hier unten unsere Schnitte. So schaut das Ganze aus bei mir. Und jetzt möchte ich die Achsen einfügen. Vielleicht macht man das lieber im Schaltplan, schaut irgendwie cooler aus jetzt vielleicht für die Präsentation. Deswegen schalte ich hier mein Layer-Druckset auch auf Schallplanos. Jawohl. Aha! Wickelmaß. Oh, 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 Beta, das gibt ein Minus. Bei 3 Minus muss ich Feierabend machen. So, wo gehen wir das hin? Wir geben jetzt erstmal dem einen gesonderten Layer suchen. Rundstahl. Jupp. Import nein. Rundstahltext. Okay. Und tschüss. Gut. Also, wir wollen jetzt diese Achsen hier reinbringen. Ich sage euch gleich, wie es in der Praxis läuft. Normal sage ich jetzt euch, hey, ihr müsst erstmal schauen, welche Achsen hier rein können. Ich mag es eigentlich wirklich so. Achsen hinzufügen oder entfernen. Oder entfernen und hinzufügen heißt der Befehl. Welche Ansicht, welche Schnitt modifizieren? Also ich klicke hier den äußeren Rahmen von dem Schnitt an und jetzt kann ich die Achsen markieren. Ich markiere einfach immer einfach alles. Ich mag es echt so. Rechtsklick. Und jetzt habe ich die Möglichkeit auszuwählen, ob die Achsen von der Oberkante des Schnittes beginnen und nach unten gezogen werden. Sieht man hier? Oder von unten nach oben, okay? Ich mache hier von unten nach oben und ich mache hier bei der Hauptansicht einen Versatz. Ich zeige euch mal, wenn ich jetzt einen Meter eingebe, dann startet
Ein Meter Entfernung von meiner Ansicht die Achszeichnung, okay? Ich möchte es aber gleich für den unteren Schnitt mitnutzen. Jetzt gehe ich einfach so weit. Bis, ja, 3 Meter ist gar nicht mehr schlecht, oder? Also 3 Meter hier und dann kann ich das Ganze hier oben raufziehen. Also ich nutze diese Achse hier gleich für das untere mit und dann gehe ich hier das Maß vielleicht bis hierher. Ja, und dann habe ich erstmal meine Achsen hier drin. Natürlich ist die 1 zu viel und meine Überschrift muss nach oben verschoben werden und sowieso größer gemacht werden. Das mache ich jetzt wie folgt. Ich escape, mache hier einen Doppelklick rein, schreibe hier Ansicht 01, die 4 passt. Vielleicht können wir es noch fett machen. Okay, jetzt verschiebe ich das Ganze um ein bisschen nach oben, vielleicht sogar noch ein bisschen. Ich möchte eigentlich die Achsen auch noch vermaßen. Ja, es geht gerade noch, ne? Ich finde, es geht nicht. Also, nochmal entfernen. So, jetzt nochmal hinzufügen. Ich mache es nochmal so wie vorher, dass da nichts gefakt ist. So, das war zu wenig. Also gehen wir bis hierher. Wir wollen ja hier Maß reinmachen. Ihr könnt natürlich dann die Überschrift hier drin setzen. Das ist euch überlassen. Ich mache es jetzt so und lasse die Elemente Text aus. Also ich habe den Befehl Text ausrichten gerade drin. Und ihr seht, jetzt ist der Text ausgerichtet und das Achsraster ist mir nicht mehr im Weg. Hier den Schnitt hier so verschieben, die Überschrift und wunderbar. Jetzt können wir fortfahren. Also Achsen entfernen und hinzufügen. Nochmal vor dem Schnitt. Diese Achse brauchen wir nicht. Rechtsklick und schon ist sie wieder weg. Dann klicken wir auf diesen Schnitt. Diese Achse, im Moment, woher weiß ich das? Escape einfach. Nehmt einfach die Wand und klickt sie hier an. Und jetzt sehen wir hier die Wand. Hier ist Achse A. Achse, also erstmal Schnitt auswählen, Achse auswählen, Rechtsklick. Selbe Spielchen wie vorhin. Aber jetzt brauchen wir natürlich nicht so einen krassen Überstand. Machen wir mal 25 cm. Das ist immer ein gutes Maß, finde ich. Und jetzt klicke ich einfach hierher an die 2. Nochmal Schnitt, nochmal das A und hierher klicken. Dieser Schnitt, dieses A. Rechtsklick an dem hier. Cool, oder? Jetzt brauchen wir hier im Grundriss. Wenn ich jetzt hier das ganze Spielchen machen würde, dann würde es, glaube ich, drehen. Genau. Ich habe jetzt hier von unten und ihr seht, er startet aber von oben. Das hat damit zu tun, weil ich von diesem Schnitt nochmal eine Grundrissableitung gemacht habe. Also ich habe eigentlich so, glaube ich, eine gespiegelte Untersicht. Wenn ich jetzt aber eine Wand anklicke, also hier rechts ist schon richtig diese Wand. Passt schon alles. Guti. Hier noch eine Achse. Geht das? Die Achse, also das müsste ja natürlich auch A sein. Ich markiere das hier. Sehe es wieder hier. Achse hinzufügen von dem Schnittel. Dieses A anklicken. Rechtsklick. Und jetzt können wir dasselbe Spielchen hier wieder machen. Von rechts. Genau so macht man das. Ich mache wieder 0,25. Und setzen wir das hier hin. Wunderbar. Und jetzt können wir das Ganze halt wieder einfach bemesseln. Dann gehen wir auf Architektur oder von uns unseren Assistenten, in dem Fall vielleicht Schaltplan. Dann habe ich hier mein Standardmaß und dann kann ich hier durchklicken. So, jetzt ist es natürlich doof, wenn ich keinen Fixpunkt nehme. Also diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt. Escape wieder. Ich möchte auf derselben Höhe bleiben, deswegen hier hinklicken und dann hier. Was mache ich hier? Das ist natürlich ein Schwachsinn. So, gut. Jetzt könnt ihr natürlich auch diese Maßlinie einfach kopieren, vom Referenzpunkt nach unten ziehen und auch hier hinziehen. Und jetzt mit Maßlinie verschieben. Das Ganze einfach nach unten oder oben verschieben, je nachdem, wie ihr das braucht. Jetzt haben wir die Achsraster einfach in unserem System mit integriert. Coole Sache. Jetzt ist natürlich bei mir die spannende Frage, geht, ja, das Z-Achse, das funktioniert aber jetzt nicht. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich beende hier mein Video. Servus, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt kommt ein geiles Video, das ist in der Endcard drin, das schaut ihr natürlich auch an. Und liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, servus, euer Peter.